2, 3. Speziell an dieser Zauberweihnacht ist, dass es sicher verschiedene Musiker sind, die mitmachen. Und die Idee ja eigentlich auch, dass der Paduk Zauber eigentlich das Krippenspiel zur ursprünglichen Zauberweihnacht eigentlich adaptiert auf sich und das auf seine Art und Weise interpretiert. Ich freue mich, dass es so viele verschiedene Künstler sind mit sehr verschiedenen Songs. Ich habe es jetzt gerade ein bisschen gehört im Soundcheck, das wird sicher super. Ja, ich freue mich sehr auf den Abend, weil ich freue mich einfach, dass so viele Leute kommen heute Abend, dass es ausverkauft ist. Ich glaube, es ist ein ziemlicher Mix von Leuten, der heute Abend kommt. Sind ja auch unterschiedliche Leute dabei, die mitmachen. Also viele Lokalhelden, wie Simon Harry, der, wo wahrscheinlich viele Fans kommen. Eben Sandra Künzi. Und auch die Band hat natürlich irgendwie auch viele, viele Fans. Es ist wie ein Buffet im Hotel. Da hast ganz viele Sachen. Ein paar Sachen gefallen dir super, ein paar Sachen ist vielleicht nicht der Stil, aber in der Menge oder in der Mischung ist es nachher extrem reichhaltig und lässig. Voici quelques mots avant de boire un coup. Santé sur la vie, ses aventures. Des moments de bonheur, des moments qui chauffent le cœur sur l'amour, l'amitié, la solitude. Sur le passé, une raison pour se relâcher. Le champ futur, un pas atterré. Prendre ses décisions ou de bonnes résolutions. Une goût pétillante à l'occasion. Also, tu hast keine Gage. Nein, das war von Anfang an klar gewesen. Dass es das Benefiz-Konzert ist. Und das ist ja auch etwas Schönes, dass das gibt. Dank den Sponsoren, dank den Musikern, dank euch. Sie für die Theodora Stiftung 5300 Stutz zusammenkommen. Merci vielmals. Eben, dass dann halt auch noch das Geld irgendwie für die Stiftung Theodora verwendet wird, ist natürlich so ein bisschen noch das Sahnehäubchen von dem ganzen Abend.